Herzlich willkommen zu Quickscope, dem Interviewformat der Demolition League. Ich bin Centoris und in dieser Ausgabe von Quickscope euer Host. Wir befinden uns mittlerweile in der vierten Saison, zu der sich grandiose 101 Teams angemeldet haben. Ein neuer Rekord für die Libra, danke dafür. Mit dabei ist unter anderem auch der Orkless Weep Squad. Und damit kommen wir auch schon zum Gast unseres heutigen Interviews, dem lieben Lazel. Herzlich willkommen. Moin, was geht? So, jetzt sehen Leute dich auch. Du bist hyped, das ist schön. Das freut mich. Ich hoffe, du bist nicht nur auf dieses Interview hyped, sondern auf die kommende und schon laufende Demolition Season ebenso. Bin ich, aber ich bin leider, ich bin leider eine Woche nicht da, weil ich im Urlaub bin. Ja, das wird schon irgendwie verkraftbar sein, hoffentlich für dein Team. Für dich natürlich eine ganz traurige Geschichte. Ich werde einfach braun in Griechenland in der Zeit, das passt schon. Das ist natürlich auch was Schönes. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit der ersten Frage. Das ist so wieder so ein bisschen unser Marktforschungsinstitut. Und wir fragen einfach mal direkt ganz dreist, wie seid ihr denn auf die Demolition League gekommen? Angefangen hat es eigentlich letzte Season schon, also Season 3, die haben wir auch in der Division 1 gespielt unter dem Banner von SFD Academy. Und da wir jetzt quasi einen Spieler von der alten Season ausgetauscht haben mit einem neuen und wir auch nicht mehr Part von der SFD Gaming Organisation sind, sondern jetzt halt quasi LFO sind, also Looking for Org, haben wir uns dann beschlossen, dass wir irgendwie ein bisschen Reputation bekommen, auch hier in der Szene wieder. Und dass wir dann uns am Ende entschieden haben, okay, wir gehen jetzt in die Demolition League, dass wir zeigen können, was wir können und vielleicht, dass irgendwer aufmerksam wird. Ja. Und das ist, glaube ich, so das zusammengefasst, wie okay. Wir eigentlich auf die Demolition League dann am Nachhinein gekommen sind, weil wir halt okay. Da schon auch die Erfahrung hatten. Ihr habt also quasi schon vorher hier gespielt, unter anderem Namen, seid jetzt der Orkless Weep Squad. Und der Name hatte mich für die zweite Frage so ein bisschen verlitten, zu fragen, ob ihr ein Fun-Team seid oder ob ihr auch eine Organisation dahinter habt. Das hast du jetzt in der ersten Frage schon so ein bisschen abgehandelt. Ja. Ihr seid also momentan organisationslos und sucht nach einer Orga, die sagt, ey, wir haben Bock, mit euch was zu rocken. Ja, ja. Deswegen, natürlich wird der Name muss auch nicht behalten werden. Genau, deswegen an alle da draußen, die noch sagen, ich habe Bock auf ein gutes Team. Ihr habt jetzt eine ganze Season Zeit, zu gucken, wie der Orkless Weep Squad sich so schlägt, wie die Ergebnisse auf dem Server sind, wie der Spielstil ist. Gibt ja genug Casts. Also, vielleicht am Ende der Saison mal in die DMs sliden. Wäre ja eine Idee. Gut, dann kommen wir auch direkt zur dritten Frage, weil die zweite ging ja jetzt relativ schnell dann über die Bühne. Wie lange spielst du schon in deinem aktuellen Team? Du hast ja gesagt, das hat eine Vergangenheit vorher. Ja, ich glaube ein Jahr. Also es war halt, ich habe davor mit Freunden gespielt, bin mit drei, die jetzt im jetzigen Team spielen, irgendwie in Kontakt gekommen, habe dann eine Season 99 gespielt mit denen, dann wieder eine Season mit den anderen und jetzt bin ich zwei Seasons wieder bei denen. Aber Rosterwechsel gibt es halt immer mal wieder. Aber ich denke mal, jetzt mit dem aktuellen Roster werden wir auch ein bisschen connecten und mehr zusammenbleiben, definitiv. Das wünscht man natürlich jedem. Man kennt das Spielerkarussell in DECS ja zu Genüge. Es ist ja schon selten, wenn Teams mal wirklich ein Jahr konsistent in dem gleichen Lineup spielen. Dann strahlt man ja schon so ein bisschen wie so ein Weihnachtsbaum. Wir hatten mitten in der Season haben wir unseren fünften Spieler gewechselt. Aber hat Positives gebracht. Wir waren, glaube ich, ein Punkt vor Kali für Div 3. Das ist natürlich schon eine Leistung, muss man so sagen. Und ja, wenn ihr sagt, ihr spielt jetzt schon so einem Jahr so zusammen, dann haben sich ja bei euch hundertprozentig auch schon so Rollen innerhalb des Teams etabliert. Ja. Da ist jetzt meine Frage an dich, welche Rolle hast du denn bei euch im Orkless Weep Squad? Es ist halt meistens abhängig von der Map. Bei Auf Inferno bin ich halt der Orb-Spieler. Aber zum Beispiel auf Mirage spiele ich dann eher den Anker, so wie auch auf Overpass. Und auch auf Vertigo. Also eigentlich ist meistens Anker Second Orb, weil es halt so die Mischung am besten passt. Ja, aber sonst einfach ganz normal Rifle, Support-mäßig unterwegs. Oder dann halt auf CT-Seite Second Orb oder Anker. Ja, das klingt ja schon mal gut, dass du weißt, was du machst auf dem Server. Wenn ihr jetzt ein Jahr zusammen spielt, was sind denn auch so eure Ziele in der Demolition League? Also was avisiert ihr dieses Jahr an? Ich denke mal, dass das größte Ziel von allen natürlich ist, dass wir wieder ein neues Zuhause in Anführungszeichen finden.
Das ist, glaube ich, das, was uns am besten tun würde oder am besten gefallen würde, aber auch natürlich ein Gewinn. Ne? Wäre ja jeder. Deswegen unser Bestes zeigen, unser Bestes natürlich auch runterspielen. Wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir. Und wenn wir verlieren, verlieren wir. So simpel ist es. Ja, ich denke mal, Gewinn macht doch mehr Spaß als zu verlieren. Richtig. Da ist sich jeder, der dieses Interview sieht, einig. Also ist doch schon so euer Ziel, wenn möglich, in Richtung Aufstieg. Ja, naja, nach oben hin bei Division 1 geht es halt schwer. Naja, weiter. Es geht in die Playoffs, es geht in den Aufstieg in das Endturnier und am Ende in den Titel, ne? Das ist ja die große Frage. Das muss man ja schaffen. Aber ja, in Spielklasse 1 ist es schwierig, weiter nach oben zu kommen. Nächstes Jahr dann Spielklasse 0. Minus 1 dann. Genau. Trust me. So. Nachdem wir jetzt so ein bisschen was über dich als Spieler, über den Weg zur Demolition League gehört haben, würde ich es nochmal ein bisschen persönlicher machen wollen. Mhm. Was sind denn deine Hobbys neben Counter-Strike? Gibt's da was? Also aktuell bin ich sehr viel im Gym. Also es ist halt, glaube ich, wahrscheinlich, ich schätze mal jetzt 50% der Leute, die hier in diesem Podcast oder Podcast sage ich schon im Interview waren, haben wahrscheinlich auch gesagt, die gehen ins Gym, denke ich mal. Aber tatsächlich ist neben Gym auch noch Bouldern, also ganz normal an der Wand klettern, ist eine sehr, sehr große Passion von mir. Ich mache das jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre lang. Und davor habe ich auch, lass mich lügen, 15 Jahre, 16 Jahre Fußball gespielt. Aber aktuell, weil ich halt umgezogen bin in der neuen Stadt, bla bla bla, spiele ich halt nicht mehr aktiv. Also habe ich auch keinen Verein mehr, wo ich spielen kann, leider. Und auch einer meiner Hobbys tatsächlich. Retro-Spiele sammeln, especially Pokémon. Habe ich mir angefangen, aber mir fehlt leider die erste Generation, die originelle, weil die in der Post leider verloren gegangen ist. Und ich bin jetzt auch, ich habe auch schon weiter geplant in halt per Skizze, etc., bla bla bla, dass ich halt die nächsten Generationen aufbaue. Meine Kamera wackelt ein bisschen, sollte mich nicht so auf den Tisch stehen. Aber dass ich, weil ich jetzt eh schon 2 Nintendos habe, davon auch schon ein paar Spiele, muss ich halt mal ein bisschen tiefer noch in die Tasche greifen für ein paar der 4. Generation Spiele, weil die wirklich arschteuer sind. Aber das ist auf jeden Fall mein Hobby, ist dieses zu sammeln. Definitiv. Ja, also es wird dich überraschen, du bist die erste Person, die das Gym überhaupt erwähnt hat. Bouldern kommt aber tatsächlich zum 2. Mal vor. Da bist du nicht ganz alleine. Aber Gym wenigstens tatsächlich die erste wirklich? Person. Ja. Vielleicht haben die Leute auch das nicht gesagt. Der Fußball war auch noch nicht mit dabei bis jetzt. Wir hatten aber schon Football, wir hatten schon Skifahren, Musik machen, aber Gym und Fußball waren tatsächlich noch nicht dabei. Das erstaunt mich irgendwie jetzt. Ja, mich auch ein bisschen. Ich hätte damit auch mit der heutigen Generation schon mehr gerechnet, aber vielleicht wollten auch alle nicht einfach das sagen, was jeder macht und wollten so das speziell raushängen lassen. Ja, ich bin besonders mäßig, aber jetzt bin ich besonders, weil ich Gym gesagt habe. Ha! Verewigt auf der Kamera hier. Gut, quasi. Dann danke ich dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für dieses Interview, für diese wunderschönen Minuten, die wir miteinander jetzt hier geteilt haben. Mhm. Und ich wünsche euch viel Erfolg auf dem Server. Danke sehr. Auf dem Quest for the new organization. Und ich denke mal, viel Erfolg euch. Danke sehr. Und danke auch für die Einladung überhaupt. Das sehr gerne, das sehr, sehr gerne. Wir sind da, Anton ist da ja sehr bemüht, Content um die Liga herumzubauen und dafür dann auch diese wunderbaren Sachen von Quickscope. Gut, dann dir einen wunderschönen Tag noch und adios. Euch auch. Adios. Sollte euch diese Ausgabe von Quickscope wieder mal gefallen haben, freuen mein Kollege Lord Schuh und ich uns natürlich darauf, auch in Zukunft euch Teilnehmerinnen der Demo League und deren Teams vorstellen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch gut Klick und fleißig weiter Elo sammeln und habt einfach eine geile Season.